Wenn wir bei der EM weit kommen wollen, dann brauchen wir ihn dort fast jedes Spiel 60 Minuten. Justus Fischer braucht Spielpraxis und es wäre gut, wenn er heute viele Minuten bekommen kann. Genau. Und bei Kohlbacher, glaube ich, da sind wir uns einig, da weiß jeder, was man von ihm erwarten und auch bekommen kann. Das ist klar. Genau, es gibt die klaren Situationen, wann er kommt. Wir haben es besprochen in Überzahl. Und Justus Fischer wird in der Abwehr eine größere Rolle spielen müssen während der EM. So, linke Seite dementsprechend mit Lukas Mertens und mit Köster jetzt am Ball. Mit dem ersten Anspiel. Und so Patrick Kötzky auf eher ungewohnter Position war von rechts außen an den Kreis eingelaufen. Das ist etwas, was er schon häufiger macht. Das ist schon klar. Aber natürlich zentral vor dem Tor zu stehen, das ist eher selten für einen Rechtsaußen. Ausgleich zum 1:1. All das in der ersten Minute. Im ersten Spiel brauchen die Portugiesen immerhin 6 Minuten, um den allerersten Treffer zu erzielen. So, hier sehen wir nochmal in umgekehrter Reihenfolge die beiden ersten Treffer dieses Spiels. Mertens mit dem langen Weg und dann schnell Retour auf links außen, um Bewegung auch in die gegnerische Abwehr zu bekommen. Köster! Julian Köster, der ein Thema war in der Nachbesprechung. Wenngleich man das ein bisschen relativiert hat, das ging nämlich um die Gegenstoßeröffnung, zweite Welle, Entscheidungsmöglichkeiten, aber da hat man dann auch gesagt, naja, aber der Erste, der den Ball einleitet, ist immer noch der Torwart. Und da hat man zum Beispiel auch gesehen, dass manchmal besser der Ärger des Torhüters nach dem Abspiel aus dem Tor erfolgen sollte. Das finde ich lustig. Ich wollte dich eben noch darauf ansprechen, dass das heute Thema werden kann. Weil genau das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass Andi sich zu viel geärgert hat. Ja. Und wir kennen das, die Torhüter sind mittlerweile die ersten Angriffsspieler. Wir müssen den Ball raushauen, wir müssen den Ball zur Mitte bringen oder in den Gegenstoß einleiten, wenn der Ball im Kreis liegt. Und da verliert man oft eine halbe Sekunde, die kann entscheidend sein. Und wir haben es im ersten Spiel thematisiert, Julian Köster ist ein überragender Entscheidungsspieler, ein überragender Gegenstoßspieler. Wenn er den Ball im richtigen Moment in der Hand hat, dann kracht's. Ja. Köster. Starker Linkshänder. Innenblock gebildet, das ist keine Überraschung von Köster und Golla. Auf den Halbpositionen dann Knorr und Uscic. Auch da leichte Korrekturen. Man hat da gesehen, dass Steinert ab und an ein bisschen zu offensiv agiert hat. Das hat so dazu geführt, dass es Angriffsflächen gab im Innenblock. Das sind ja Ketten, die miteinander zusammenhängen. Also das sind so die Korrekturen und wir achten darauf, wie das heute vielleicht anders aussieht. Knorr. War er sehr nah dran am Gegenspieler, aber das ist eine seiner unglaublichen Stärken, diese schnelle Drehung um die Achse. Und das jetzt auch, dass wir jetzt gerade gesehen haben, dieses Entscheidungsverhalten und dieses Vorausschauen von Juri, er sieht, sind noch nicht alle bereit, das nutze ich aus, um meiner Geschwindigkeit, und meiner Kraft auch, da durchzumarschieren und das Ding irgendwie aufs Tor zu wuchten, dann ist es halt ein 7 Meter oder Tor. Das macht ihn wirklich stark. Super schnell durchgespielt und quasi in einer Bewegung den Ball gefangen und abgeschlossen. Inklusive des Sprungs. Knorr. Wenn man jetzt die ersten drei Angriffe der Portugiesen analysiert, was sie gemacht haben, was sie gespielt haben, womit sie nicht erfolgreich waren und den Spielzug jetzt sehen, dann könnte man erahnen, dass genau das geplant war. Uscic sehr defensiv die ganze Zeit. Jetzt spielen sie einen sehr schnellen Pass, einen perfekten Timing, dass Uscic nicht rauskommt. Das ist ziemlich sicher geplant. Wir sehen ja das, was die Deutschen heute machen wollen. Sie wollen kompakter stehen, sie wollen diese schnellen Anspiele an den Kreis verhindern. Aber da passiert halt auch mal so ein leichter Wurf aus dem Rückraum. Köster. Ganz starker Pass, den braucht man über diese Distanz mit
großer Geschwindigkeit. Und er, Area, ist ein bekannter, guter Rechtsaußen, abschlussstarker Mann im Grund, im Konter. Knopf. Oi, oi, oi. Wenn Sie mehr über diesen Mann wissen wollen, und das wird viele interessieren, gibt ein sehr sehenswertes Porträt über ihn in der ARD-Mediathek von Hendrik Deichmann. Dazu auch eines über Andreas Wolf und seinen Weg zur EM und eine weitere Folge über den Bundestrainer, über Alfred Gislason. Sportschau.de, ARD-Mediathek, da finden Sie alles dazu. Und natürlich umfangreiches Material, die Spieltage, alle Konstellationen, Regeltechnik auf Sportschau.de. Es ist immer so eine Sache mit dem Rausgehen. Ja. Mittlerweile aufgrund der Regel. Da hat Andi auch zurecht gezögert. Mertens mit dem 5-4. Ja, wir haben beide auch so ein bisschen gezuckt. Ne? In dem Moment geht er raus, er hat einen kleinen Schritt wieder zurückgemacht, hat er dann aber erahnt, mit dem Rückkehrschritt kriege ich den Ball. Und zwar ohne Kollision mit dem Gegenspieler. Genau, das ist der entscheidende Punkt. Entscheidend, den Gegner nicht zu berühren. Nicht nur Kollision, sondern wirklich Berührung alleine schon strafbar. Und, ja, hat er gut gemacht, gut erahnt. Sonst musst du dich rauslassen, raushalten und lieber das Tor zulassen. Knopf. Schön viel Platz für Lukas Mertens vom SC Magdeburg. Prinzip der Entstehung über eine Kleingruppensituation von Knorr, zack, angetäuscht, Köster schnell weiter. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung und dann ist jede Menge Platz da für Lukas Mertens. Auch das haben wir zumindest schon mal angesprochen am Donnerstag durch die Verletzung oder Angeschlagenheit, nennen wir es erstmal noch so, von Rune Dahmke kommt auf ihn jede Menge Arbeit zu. Es ist noch kein Spiel für die Torhüter. Und ich habe den Namen Costa ja schon mal in den Mund genommen, muss man ja zweimal hier machen. Das ist ja ein Brüderpaar, junge, super talentierte, in Europa voll auf dem Fokus stehende, auf dem Blickfeld stehende. Was der da schon gezaubert hat, gleich in der Anfangsphase, ist mega. Ja, im ersten Spiel ist er nicht so richtig aufgetaucht. Also er war natürlich da, aber hat nicht so mit Einzelaktionen glänzen können. Heute hat er schon die Durchbrüche über die Mitte geschafft. Jetzt einfach mal Lukas Mertens auf außen vernascht. Also für den geht es richtig gut los. Spielt mit seinem Bruder bei Sporting Lissabon, trainiert von ihrem Vater. Andi. Erste Parade von Andi Wolf. Da sieht man ihm direkt an, wie gut das tut. Freut mich. Uschid, ja. Auch Köster, schade. Super gespielt, aber auch gut pariert. Ja. Und hier nochmal diese erste Parade von Andreas Wolf, der selbst sich einschätzt mit den Worten, ich bin bei etwa 85% meiner Leistungsfähigkeit. Wie viel sind 15%, mal weg von den Zahlen? Können entscheidend sein, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass er sich heute noch mehr Selbstvertrauen holt, dass er auch da eine andere Zahl selber nennen würde. Ich fand schon, dass man im ersten Spiel noch hier und da gesehen hat, dass er nicht in jede Situation zu 100% reingeht. Das ist vollkommen normal, wir haben das thematisiert, so eine Verletzung im Rücken ist schwierig. Aber wir haben noch ein paar Tage und Andi wird von der Halle getragen, das wissen wir alle. Ja.
Frade beschäftigt. Grötzky bekommt den Ball. Er war einer der herausragenden Akteure in der ersten Auseinandersetzung. Ein richtiger Zielspieler der Portugiesen am Kreis, der Mann vom FC Barcelona. Und Köster. Ja, Unsauberkeiten in dieser Situation mal auf beiden Seiten. Da sieht man, was am Ende rauskommt. Von einem erstmal behäbig aussehenden Auftakt. Aber alles hat seinen Sinn. Genau das ist es. Dieses Tempo, diese Tempowechsel, das sind ganz entscheidende Passtäuschung, eine Lauftäuschung. Bei Juri ist es oft alles, alles in einem, will ich mal sagen. Also er ist derjenige, der mit Sicherheit den größten Tempowechsel vollziehen kann. Und das hilft oft, auch wenn er jetzt hier selber zum Abschluss kam. Salina jetzt am Kreis, Costa auf der rechten Rückraumposition, Wolf mit der nächsten Parade. Uschins leitet ein, Grötzky. Ja, Portugiesen sind hinten, aber der Ballgewinn bleibt ja. Und das finde ich ist eine wichtige Parade für Andy. Warum? Weil das eine Wahrscheinlichkeitsberechnung von ihm gerade war. Der Angreifer war nah dran, es war ein halber Block da. Und er nimmt genau diesen Ball, der zu einer 80% Wahrscheinlichkeit aufs Tor kommt. Er deckt diese Ecke ab und das gibt einem als Torwart wahnsinnig viel Sicherheit, wenn du solche Bälle hältst, die du nicht halten musst, aber die du dir selber rausguckst. Ja, und hier sehen wir die ganze Aktion nochmal, die du eben beschrieben hast. Jetzt habe ich Berechnung gesagt, das geht natürlich in Millisekunden. Unterbewusste Berechnung. Auch das in der Entwicklung super. Auch das letzte Abspiel von Kiko Costa. Ganz schnell, ganz explosiv. Auch er verkörpert diesen neuen Spielertyp im rechten oder linken Rückraum. Man muss ihn nicht jetzt mit den ganz Großen vergleichen, aber früher waren da halt 2 Meter Hünen. Heute sind es schmalere, kleinere, schnellere Leute. Genau, es bedingt der neue Spielstil einfach. Also viele Mannschaften spielen viel mehr auf Durchbruch, viel mehr auf Geschwindigkeit. Der Rückraumschütze von 10 Metern ist fast ausgestorben. Natürlich gibt es die und die sind wichtig, aber es wird vermehrt auf Durchbruch gesetzt, weil einfach die Quote des Torwurfs viel höher ist und es andere Vorteile mit sich bringt. Deshalb haben wir auch vermehrt solchen Spieler im Rückraum jetzt. Nächstes Tor von Costa, der gefällt mir herausragend. Ja, das müssen wir leider sagen. Und er ist wirklich auf mehreren Positionen eine absolute Waffe. Ich meine, auch die 2 Würfe, die wir jetzt bei außen gesehen haben, das ist Außenstyle. Das ist nicht Rückraumwurf, sondern das ist wirklich Technik eines Außens. Direkt im Dialog mit Matthias Andersson, Bundestorwarttrainer, und mit David Späth, der ist auch mit dabei. Allein schon, um die Flasche anzureichen, hat ja auch noch eine. Natürlich. Beobachtung, ist ja klar. In dem Fall einfach um Sorgen zu teilen. Ja. Klar, du musst mal kurz loswerden, was da passiert ist. Und da hilft dein Kollege immer. 9-9, Juri Knorr. Völlig ausgeglichenes Spiel. Aber ja, man sieht es auch am Gesicht von Juri Knorr, trotz des Treffers natürlich. Zufrieden ist die Mannschaft aktuell mit dem Auftakt der ersten Viertelstunde natürlich noch nicht. Heimann jetzt mit Golla im Innenblock.
Schön gearbeitet. Gegen den Ball. Oh, war der schön, der Pass auf Krötzky von Juri Knorr. Klar, da war eine Menge Platz, aber den Ball musst du trotzdem erstmal hinbekommen. Und das sehen wir jetzt gleich nochmal. Erst noch das, die Balleroberung. Goller war mit beteiligt. So, und jetzt gleich Achtung. Abwartend und dann spielt er ihn durch die Beine. Und die kriegst du eben nicht mehr geschlossen. Keine Chance. Und du musst ja erstmal da hingucken. Ja. Ja. Du musst ja wissen, dass der Außen da kommt. Und das ist natürlich eine Hilfe, dass die beiden in einem Verein spielen, bei den Rhein-Neckar Löwen, dass der Juri das schon oft gesehen hat. Super, Andi. Und wieder ist es Knorr als letzter Passgeber. Ein Assist nach dem anderen war knapp, aber es hat gereicht, dieser Pass zu Johannes Goller. Es gibt Auszeit Portugal. Die zwingt man in diese Auszeit. Und wir hören rein bei Alfred Gislason. Golli, hat Pause. Hey, Fischi kommt rein für Golli. Auf drei, auf vier. Basti bleibt auf drei. Hey, Jungs. Sehr, sehr gut. Angriff ist sehr gut. Jetzt ist der Abwehr ein bisschen aggressiver. Und dann kommt Andi, okay? Paar Mal. Zweimal verloren über außen, aber das ist der Aufgang. Aber ist eigentlich nicht so ein guter Winkel. Wir spielen diese Kreuzung im letzten Moment. Wir müssen probieren, dass wir ein, zwei Meter weiter vorne anfangen. Da haben wir beste Möglichkeit zu helfen. 1, 2, 3. Also Alfred Gislason aufgrund der letzten Minuten vor allem zufrieden und er spricht auch explizit an. Da ist jetzt mehr Aggressivität drin gewesen in den letzten Angriffen der Portugiesen. Das hilft logisch. Betonte. Ah. Der Erste, der anfasst, nimmt Tempo weg. Der Zweite holt vielleicht den Ball oder stört den Pass. Und das haben wir jetzt gerade exemplarisch gesehen in dem Ballgewinn, der auch direkt zum Tor geführt hat. Oder danach auch die Aktion, wo Andi den Ball halten kann, die wir hier nochmal sehen. Und dann klingelt es halt genau 2,5 Sekunden später auf der anderen Seite. Und das sind die Sachen, die uns stark machen müssen, auch im Turnier. Wir werden nicht von hinten alles erschießen. Wir werden nicht die besten Quoten von überall haben. Wir werden aber mit einem guten Torhüter und einem schnellen Spiel viele Mannschaften überrennen können. So, jetzt sind wir an dem Part, an dem Punkt angekommen, in dem wir einen ganz neuen Innenblock quasi sehen mit Sebastian Heimann und mit Justus Fischer. Heimann noch bei Göppingen, nächste Saison Rhein-Neckar-Löwe und Fischer von der TSV Hannover-Burgdorf. Das ist seine Heimatstadt, dort spielt er. Freiburg gibt eine gelbe Karte, oder? Nö, eine kleine Ermahnung gegen Heimann. Die kleine gelbe Karte. Die ganz kleine, die angedeutete, gehauchte gelbe Karte. Ja, super gelöst. Klare Ansage an Heimann gekommen. Bleibt dran. Ist das ein toller Spieler? Ja. Es ist einfach fantastisch, was der einen Variantenreichtum zeigt, außen vorbeizugehen, das Ding oben noch reinzuhauen und jetzt aus der zentralen Position, das ist seine Angestammte, eigentlich auch Costa, kann aber auch auf rechts Rückraum ausweichen. Wamm! Für den Torwart kaum zu sehen. Schwer zu sehen. Da erwartest du als Torwart, dass diese Seite geschlossen wird von dem Block, aber der Arm ist so schnell und das muss man dann nicht akzeptieren, aber dann vielleicht auch mal den Hut ziehen kurz. Das ist eine überragende Aktion von Kiko Costa hier. Das sind aber Sachen, die natürlich, wenn man den Spieler ein bisschen besser kennt und wenn man sich jetzt noch mehr ins Turnier reindenkt, sind das Sachen, die du als Mannschaft verteidigen willst. Dann sagst du, okay, wir wissen, er kommt da, er macht den Schlagwurf, da steht die Abwehr mehr auf der Hand, um genau das zu verhindern. Das sind Sachen, die heute noch nicht so diese ganz große Rolle spielen. Im Turnier wird das noch viel mehr eine Rolle spielen, dass man sich individueller vorbereitet. Heimann. Boah, hat der einen Wackler, aber das war ein Schrittfehler. Und der wird dann auch geahndet. Nein, 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 nein. Basti ein bisschen hinten rein, nicht schön in den Lauf und dann ist der Ball leider weg. Area. Thank you.
Da ist er. Endlich eine richtig geile Wolf-Parade. Und Knorr auf der anderen Seite. Mit den 12-10 und das Publikum hier in Kiel ist natürlich sofort da. Halle ist ausverkauft. Oh. 2 Minuten Zeitstrafe. Wegen Klammerns. Ja, sie deuten an, dass sie es vorher schon mal gesagt haben, bei der gehauchten gelben Karte. dann ist es so. Aber ich weiß nicht, was ist dein Gefühl? Ich finde, Fischer hat richtig gute Beine. Der hat sich so gut bewegt. Der stellt die Räume zu. Also, mich spricht er gerade richtig an, muss ich sagen. Ja. Klar, dieser freie Wurf ist der Überzahlsituation mitgeschuldet. Deutschland mit Hanne, mit Knorr, mit Steinert im Rückraum. Also Erfahrung auf der rechten Rückraumseite und viel Jugendlichkeit auf der linken Seite. Und auch auf der Mitte. Hanne. Knorr. Der hat dir zugeschaut, Johannes. 2007 hat er mir erzählt. Gestern. Da war er 5 Jahre alt. Und er sagt, ich habe damals die Handball-WM geschaut. Und saß mit der Fahne oder wie auch immer im kleinen Trikot im Wohnzimmer. Und deshalb wusste ich, ich werde Handballer. Ja. Ja, Wahnsinn, ne? So schnell geht die Zeit aber auch um. Das ist das Schreckliche oder das Erschreckende. Aber schön, dass wir natürlich damals Leute motivieren konnten, in die Halle viele, zu gehen. Und viele, Johannes. Es waren ganz viele. Und die Vereine hatten damals große Probleme, das zu kanalisieren. Das ist kein Vorwurf an die Vereine, sondern eher ein Mangel an Möglichkeiten zu trainieren. Mal sehen, ob man das besser lösen kann nach der kommenden EM. So, zurück zum Spiel. Es ist wieder ein Auf und Ab. Die Situation, sich zu befreien zum 12-12. Klar, nochmal, das alles jetzt eben wieder in Unterzahl nach der Zeitstrafe gegen Heimann. Die ist abgelaufen. Und zwar jetzt. Aber es ist genau diese Suche nach der Konstanz, auch wenn sie jetzt in einem kleinen Maße ist, 12-10, 12-12, gehören zu bei Alfred Gislason. Er hat die Auszeit genommen. Hey, Basti kommt wieder auf Rückraum links und in Abwehr. So wie jetzt vor der Abwehr. Juri bleibt drin. Hey, und wenn das geht, erstmal Angriff mit Hanne. Ja. Haben Sie ein Sings, haben Sie von halb gefressen gerade oder von 4, oder? 4, also Heimann wieder retour, nachdem die Zeit seine Strafzeit abgelaufen ist im linken Rückraum. Dem wünscht man immer, dem Sebastian Heimann, dass sich die Bremse richtig löst. Denn was der kann, was der an Wurfkraft hat, seine Athletik ist ja überragend. Aber er hat halt auch viele, viele Rückschläge gehabt, verletzungsbedingt, 2 Kreuzbandrisse, Mittelfuß gebrochen und so weiter und so fort. Muss man auch alles verarbeiten. Ja? Genau das ist das, was auch so in mir wirkt, muss ich sagen, wenn ich ihn sehe. Er hat sich so toll zurückgekämpft nach all den Rückschlägen. Das schaffen auch schon nicht viele. Und jetzt wünsche ich mir einfach nur so diese kleine Rakete, die endlich mal kommt und er so dieses letzte Quäntchen Selbstvertrauen mitnimmt, auch mal die schlechten Situationen wegzuschmeißen und einfach weiterzumachen. Weil dann ist er so ein überragender Handballer, der der deutschen Nationalmannschaft alles geben kann. Ja, doppelter Erfolg im Prinzip für die deutsche Mannschaft, durch Steinert diesen Treffer zu erzielen und dazu auch noch eine Zeitstrafe für Oliveira zu provozieren oder quasi mitzunehmen. Das hat sich echt gelohnt, diese Aktion von Christoph Steinert, die wir hier nochmal sehen. Ein Treffer des Willens, unglaublich lang gezogen. Ja.
in Überzahl. Deutsche Mannschaft deutlich offensiver mit Köster vorne auf der 1. Köster. Ja, es musste abpfeifen, genau. Ja, im Kreis. Vorher schon einer im Kreis. Kempertrick nicht geklappt und irgendwie durchgerutscht, aber dann ist das ein Ball für die deutsche Mannschaft. So, Überzahlsituation, auch da wissen wir sofort Bescheid. Das ist dann ein Fall für Yannick Kohlbacher, der Mann mit der 80 von den Rhein-Neckar Löwen am Kreis. Einer der 4 Europameister von 2016, die sich noch in diesem Kader für die EM 2024 befinden. Nein. Das hat man sofort im ersten Schritt in der Reaktion gemerkt. Und ich hoffe, nichts Schlimmeres bei Patrick Krötzky. Er macht eher die Anstalten, auf dem Feld bleiben zu wollen, oder? Nee, muss raus. Nein. Ach du Scheiße. Entschuldigung. Nee, kann man ruhig sagen. Das geht, glaube ich, vielen gerade bei einer solchen Situation durch den Kopf. Ach Mann, das tut mir leid. Eieiei. Hast du es gesehen? Ich habe es nicht genau erkannt. Hätte er erkennen können. Mertens. Wir werden uns da bemühen, so schnell wie möglich Informationen zu bekommen, auch von der medizinischen Seite. Oh, ist das ärgerlich, diese Aktion, die diesem Treffer von Lukas Mertens vorangegangen ist. Die Verletzung von Patrick Krötzky, Schuh ist aus. Ja, und er wirkt ein bisschen verzweifelt, das sieht man. Wolf mit der nächsten. Und die ganze Halle macht mit. Ja, Patrick Krötzky ist jetzt gerade so ein bisschen auf dem Weg rechts auf die Bank. Ich dachte, er geht möglicherweise auch schon in die Kabine. Ich behalte das mal so ein bisschen im Blick. Aber da ist außen auf der Bank ein bisschen mehr Platz, um ihn erstmal zu behandeln. Kohlbacher. Das typische Anspiel, das er wunderbar verwerten kann, nämlich flach per Tipppass in Szene gesetzt von Christoph Steinert, Yannick Kohlbacher. Deutschland testet in der Defensive. Mit einer ganz offensiven Formation. Wolf. Das gibt eine 2 Minuten Zeitstrafe. Das war mutig. Ja. Weißt du, was ich an der deutschen Bank gerade sehe? Andreas Wolf lacht und scherzt mit seinen Kollegen. Ja. Das muss Mut machen. Das ist schön. Ja, er ist drin jetzt. Ja? Er ist drin im Spiel. Ja. Holt seine Dinger raus. Nutzt auch gleich die Zeit, um noch mal bei Patrick Krötzky nachzuhören. Ihm auch noch mal einen Klaps zu geben und alles Gute zu wünschen. Philipp Weber auch noch mit dabei. Und wir sehen noch mal oder haben noch mal diese Parade gesehen von Andreas Wolf.
Heimann. Genau das braucht er. Genau das braucht er, diese Dynamik. 25 Minuten sind gespielt. Ich nehme den nächsten Experten mal mit ins Boot. Dominik, was ist dir speziell in dieser ersten Hälfte schon einmal aufgefallen an Positiven, an nicht so Gutem? Was ist dir besonders auffällig? Durch die Einwechslung von Christoph Steinhardt, glaube ich, haben wir auch eine Schwachstelle erkannt, vielleicht aus dem ersten Spiel, weil vieles über Rückraum rechts gegangen ist, vor allem in der Abwehr. Da waren wir ziemlich löchrig. Aber an sich gefällt mir trotzdem sehr gut, dass wir von außen sehr gut treffen, dass Patrick Krötzky vor seiner Verletzung viel eingelaufen ist, viel Wirbel gemacht hat. Aber umso mehr bin ich da auch mit Mitgefühl, dass er da jetzt aussteigen muss von sich aus. Ja, du sitzt einen Ticken näher dran, aber wahrscheinlich war das auch durch die Bande verdeckt oder hast du es noch genauer erkennen können? Nee, wir haben das auch leider hier nicht gesehen, aber wenn man von nah dran spricht, dann gefällt mir sehr gut, wie Lukas Mertens das Ganze hier von außen verwertet. Und da über die Außen haben wir da wirklich super Qualität heute im Spiel. Danke, Dominik. Nicht ganz so spektakulär wie der Save von Damke damals, 2016. Ja. Ja, aber der ist ja auch nicht mehr zu toppen. Ne? Das war wirklich top of the pops, das muss ich sagen. Der ist ja auch in jedem Highlight-Video drin. Ja, sehr zu Recht. Zu Recht. Ja. Wenn wir gerade über Highlights sprechen, wir haben gerade eben, als Dominik uns zu uns gesprochen hat, eine super Aktion von Fischer gesehen, wie er sich da reingeschmissen hat, den Ball geholt hat. Das sind alles Aktionen, die diese Mannschaft einfach mal wachrütteln, mitnehmen. Und das gefällt mir richtig gut bei ihm. Ein Mann, der extrem viel Körpergefühl übrigens hat, und das ist durchaus begründet. Denn Justus Fischer hat in seiner Kindheit und in seiner Jugend, der Kreisläufer der deutschen Mannschaft, der jetzt gerade auch vorne in der Offensive ist, war er Judoka. Und zwar 7 Jahre lang. Und er musste sich dann wirklich entscheiden. Er war nämlich sehr, sehr talentiert. Und letztendlich hat er gesagt, ich habe mich dann doch für den Mannschaftssport und nicht für den Individualsport entschieden. Aber das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Kastening, der jetzt auf rechts außen den verletzten Krötzky oder hoffentlich nur angeschlagenen Krötzky ersetzt. Dazu gibt es eine 2 Minuten Zeitstrafe gegen Martin Kosta, denn der hat den Fuß am Ende noch reingestellt. Da sind viele Schiedsrichter sehr genau, weil es eine Gefahrenquelle ist, dass man sich dort verletzt. Und zuvor diese Aktion von Heimann. Deutschland also wieder noch knapp 2 Minuten jetzt in Überzahl, 2,5 Minuten vor dem Ende der ersten Hälfte. Oh, Fischer bearbeitet Frade, Stürmerfoul. Wolf direkt rein. Mit seinem, ich blätter mal durch, aber ich bin mir ziemlich sicher, es stimmt, 14. Länderspieltor. Noch bin ich nicht so weit, aber es stimmt. In seinem 145. Länderspiel sein 14. Länderspieltor. Das war früher für Torhüter ein Ding der Unmöglichkeit. Aber heutzutage muss man diese 40 Meter oder, naja, er steht vor dem Tor. 36 überwinden. Ich weiß nicht, guckst du mich gerade entsetzt oder triumphierend an? Ja, weil ich habe das nie geschafft. Ja, dafür hast du weit über 600 Bundesligaspiele. Die hat Wolf nicht. Ist jetzt auch schwierig gerade in Polen. Absolut. Nein, wir durften vorher auch nicht so viel werfen. Das wäre vermessen gewesen. Nein, Spaß beiseite. Ich finde, er hat auch einen guten Touch. Er hat also wirklich viele gute Entscheidungen getroffen bei diesen Würfen. Also wenig, sehr hohe Quote, so muss man sagen. Ja. Nazari. Letzte Minute läuft. Deutschland hat sich abgesetzt in diesen letzten Minuten. Und das liegt auch an ihm. An Andreas Wolf. Fischer, jetzt sind sie im Spiel. Ausgangspunkt war Andreas Wolf. Köster hat hinten noch einen abbekommen. Und zwar nicht zum ersten Mal. Aber Fischer sorgt vorne für den Abschluss. Auch Kohlbacher drin. Oh, das hat wehgetan. Der linke Ellenbogen von Nazarevas an Köster. Und anschließend dann der Ballgewinn. Und der Konter. Nazare. Und dann im
zweiten Anlauf. Deutsche Mannschaft hat noch die Chance. Hier den 20. Treffer. Das wäre schon enorm. 20 Tore in den ersten 30 Minuten. Steinert macht den rein. Und es gibt 2 Minuten Zeitstrafe auf jeden Fall. Vielleicht sogar mehr. Denn es gab einen Schlag gegen das Gesicht, gegen den Kopf. Es gibt keinen Videobeweis übrigens in diesem Spiel bei der EM. Ja. Johannes korrigiert mich gerade noch mal. Er sagt zwar eher ein Stoßen von der Seite. Also 2 Minuten gibt es definitiv. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und sie lassen es auch dabei. Wie gesagt, dann ab Mittwoch bei der Europameisterschaft gibt es die Möglichkeit, sich dann das Ganze noch mal anzuschauen. Und zwar, die Initiative muss bei fast allen Situationen von den Schiedsrichtern ausgehen, außer bei Wechselfehlern. Da kann von außen interveniert werden, denn das können die Schiedsrichter unmöglich im Blick behalten. So, jetzt schauen wir uns das nochmal an. Also er holt schon richtig von oben runter. Ja, wir können es aus der Situation nicht genau und klar identifizieren, ob es sich doch ein Schlag gegen den Kopf war. 2 Minuten Zeitstrafe ist aber auf jeden Fall absolut die richtige Konsequenz. Sekunden, die Portugiesen beginnen in Unterzahl, jetzt noch 1,55, einmal weniger. Sieht auf den ersten Blick nicht so aus, aber die Lösung ist einfach, der Torwart ist raus und der 6. Feldspieler ist drin. Wir haben für all diejenigen, die sich später eingeschaltet haben, eine sehr interessante Schlussphase gesehen mit einer guten Leistung der deutschen Mannschaft in der Defensive, auch in der Offensive. Ja, wieder Ballgewinn. Das war aber mal sehr kurios. Es geht spektakulär los. Es geht spektakulär los. Da wollte Heimann eigentlich noch nachhelfen, aber dann war er sich doch unsicher. Hin und her, was mache ich jetzt? Und ja, er war sich sehr unsicher, ob der Ball aufs Tor kommt. So, wir sind live im Ersten. Wir waren parallel noch mit dabei, auch im Livestream auf sportschau.de. Verzeihen Sie uns diesen kleinen Holperer im Übergang, sind also in diesem letzten Testspiel auf die Europameisterschaft 2024. Die deutsche Mannschaft hat zur Pause 20:15 geführt, hat eine sehr gute Schlussphase hingelegt, in der Abwehr sich stabilisiert. Andreas Wolf hat sehr gute Paraden gezeigt und da würde es den ein oder anderen wundern, bei der ersten Szene, die wir gerade gesehen haben, was? Der spielt doch gar nicht. Stimmt, es gab nämlich trotz allem den Wechsel hin zu David Späth. Und diese kuriose Szene gab es jetzt auch gleich zu Beginn dieser zweiten Hälfte. Und gleich obendrauf noch einen Treffer zum 21:16. So, also, um das alles nochmal abzurunden. Es ist das zweite Aufeinandertreffen der deutschen Mannschaft mit den Portugiesen. Wir haben einen knappen Sieg gesehen am Donnerstag. Heute der zweite Test. Portugal ist eine Mannschaft, die zum erweiterten Kreis der europäischen und auch der Weltspitze gehört. Ein guter Gegner. Und deshalb ist dieses 21:16 für die deutsche Mannschaft durchaus ein gutes, ein sehr respektables Ergebnis. Es gibt einen kleinen Wermutstropfen, denn es hat eine Verletzung gegeben in den ersten 30 Minuten auf der Rechtsaußenposition. Krötzki, oh, zweiter Patzer, der einem richtig leid und wehtut von Sebastian Heimann. Aber zurück zur Verletzung von ihm, von Patrick Krötzki. Wir haben bei Philipp Lübke nachgefragt, dem Mannschaftsarzt sowohl der Nationalmannschaft als auch vom THW Kiel. Und er sagt, ich kann noch keine direkte Diagnose geben, ob die Bänder betroffen sind. Er kam ja aus einer Verletzung heraus. Johannes sitzt an meiner Seite, Johannes Bitter. Und da haben wir uns natürlich dann schon Sorgen gemacht, ob da was aufgebrochen sein könnte. Genau, da haben wir schon richtig gezuckt, weil es war ein leichtes Antreten zu sehen von Patrick Krötzki. Und dann ist er in die Knie gegangen und sah schon nach einer Fußverletzung aus. Und wie gesagt, wir brauchen da nicht spekulieren, aber es sah nicht gut aus für die EM, würde ich mal prognostizieren. Treffer von Sebastian Heimann, dazu eine 2 Minuten Zeitstrafe. Die Portugiesen packen gegen die Rückraumspieler ganz schön zu. Das haben wir auch in der ersten Hälfte schon gesehen. Auch da gab es gerade am Ende nach einem Foul gegen Christoph Steinert eine 2 Minuten Zeitstrafe unmittelbar vor dem Pausenpfiff. Und so geht es weiter mit dieser Zeitstrafe gegen Salina. Ist aus der Perspektive schwer zu erkennen, aber da geht schon mehr als nur der Arm nach vorne. Ja, manchmal ist es auch nur ein Wischer, der das Gesicht dann wirklich auch berührt und ist aber von der Seite echt schmerzhaft. Also das
wird mit 2 Minuten bestraft. Es ist ein echtes Testspiel und das sehen wir auch an der Zusammensetzung, an der Aktion der Defensive, weit, weit nach vorne gezogen mit Köster vorne auf der 1. Die deutsche Mannschaft spielt sich ein für ein zweites Abwehrsystem. Es ist eher die defensive 6-0-Variante, die normalerweise gespielt wird. Achtung, 2 Minuten Zeitstrafe wegen Trikotziehens gegen Yannick Kohlbacher. Und jetzt also, das haben Sie auch im ersten Abschnitt gemacht, Johannes, testen Sie etwas. Ja, das ist die zweite Notlösung von Alfred Gislason, die er präferiert. Eine offensive Abwehr, es ist eine 3-2-1, 5-1 manchmal, eher 3-2-1 würde ich sagen. Und wir haben damit eigentlich den Vorsprung uns erspielt, den wir jetzt haben. Wir haben in der ersten Halbzeit das sehr gut gemacht, mit Köster vorne und Bälle gewonnen, Paraden dadurch erzwungen. Es war sehr gut und sie spielen es weiter. Die Portugiesen hatten im ersten Abschnitt ein paar wirklich herausragende Aktionen, vor allem von einem Jugendspieler. Kiko Costa, der hat uns begeistert in der ersten Viertelstunde. Was der im rechten Rückraum, aber auch von anderen Positionen veranstaltet hat, das war wirklich außergewöhnlich. So, jetzt mal zur Angriffsreihe der deutschen Mannschaft im Rückraum mit Heimann und mit Häfner. Deutschland ja in Unterzahl durch die Zeitstrafe gegen Kohlbacher, gibt den Freistoß. Und es gibt vor allem einen weiteren Test. Und der begann etwa in der 16. Minute durch die Einwechslung von Kreisläufer Justus Fischer von der TSV Hannover-Burgdorf. Da sehen Sie ihn in der Mitte, der Mann mit der 14. Der hat einen sehr guten, jetzt auch am Ball, einen sehr guten Part auch in der Defensive gespielt. Und den will man jetzt richtig reinbekommen in die Mannschaft. Goller. Und dann Mertens, der bekommt viele Spielanteile, weil sein Kollege auf der Linksaußenposition, Rune Dahmke, weiterhin nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist und deshalb lastet sehr viel Verantwortung auf dem Mann vom deutschen Meister vom SC Magdeburg, Lukas Mertens. 23-18. Portugiesen, empty goal, haben den Torhüter draußen. Da haben wir Rune Dahmke. So schade, er ist in Kiel geboren, er hat von einer kurzen anderen Station immer beim THW gespielt, in der Bundesliga sowieso nur beim THW, beim SV Mönckeberg. Und das ist natürlich Kieler Umland, ist er groß geworden. Schade, dass es heute nicht zu einem Nationalmannschaft-Einsatz kommt. 7 Meter für Portugal. Und das ist jetzt der Mann, von dem ich eben schon mal gesprochen habe, nämlich Kiko Costa, der gleich antreten wird gegen David Speth. Zwei ganz junge und zwei ganz große Talente. Muss ich das mal überlegen. David Speth, 3 Länderspiele bislang erst. Also der ist noch ganz jung und du kannst es so gut einschätzen. Was zeichnet diesen Mann aus? Also es ist eine große Torhüterklasse, aber genau, wie definieren wir die? Die ist A, Emotionalität. Ich liebe das bei Torhütern, wenn sie emotional sind, wenn sie die Mannschaft mitreißen können. Wenn sie selber auch nicht in sich zusammensacken, sondern wirklich immer dieses Positive haben, diese Stimmung verbreiten können. Er ist sehr schnell, er ist sehr groß und er sammelt Erfahrung. Er hat in der Bundesliga sehr gute Spiele gemacht. Er ist Junioren-Weltmeister und dazu hat er einen großen Beitrag geleistet. Deswegen bringt er vieles mit, um auch hier als klare Nummer 2 für Deutschland seine Leistung zu bringen. Ganz feiner Treffer von Johannes Goller. Lange gewartet und dann den Dreher gebracht. Und im Spiel ist ein weiterer Weltmeister der U21, nämlich Lils Lichtlein. Es ist ja ein ganz interessanter Mix aus erfahrenen Spielern, wie vor allem Häfner, der diesen Pass spielt hier auf Goller. Steinert natürlich auch. Und oben sitzt ein Mann, der heute geehrt wird, nämlich Hendrik Pekeler. Und zwar ja, verabschiedet und geehrt. Denn er wird nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft spielen und deshalb heute im Anschluss an dieses Spiel nochmal eine Ehrung für ihn, für den früheren Handballer des Jahres und Europameister von 2016, Julian Köster, mit dem nächsten Treffer für die deutsche Mannschaft. Die Nummer 18, Julian Köster! Über 10.000 Fans hier in Kiel, aber in 4 Tagen haben wir 53.000. Du, Johannes, hast schon vor großer Kulisse gespielt, vor mehr als 40.000 damals, Tag des Handballs in Frankfurt, im Fußballstadion. Was macht den Unterschied aus? Das Feld bleibt 40 auf 20 groß.
Ja, es ist, wenn ich daran zurückdenke, es ist eine fantastische Kulisse, die aber eher so ein Grundrauschen ist. Also es ist nicht diese Enge, nicht diese Dichte an Handballgeräuschen, an Fangeräuschen, sondern es, ja, wir waren damals keine Heimmannschaft. Es kann jetzt anders werden durch die deutschen Fans, wenn da 50.000 die Fahnen schwenken. Ich mag gar nicht dran denken, was da passieren kann, aber es ist insgesamt nicht diese Knackigkeit, würde ich mal sagen. Ja, wir sind sehr gespannt auf diese Kulisse, aber es steht fest, das Ding wird ausverkauft sein. Auch die Gästemannschaften, Deutschland spielt ja gegen die Schweiz, haben ein volles Kartenkontingent abgerufen für ihre mitreisenden Fans. Zurück zu diesem Spiel, aber es ist wichtig, dass wir über diese Europameisterschaft reden, denn es ist ein Testspiel und dieser Auftakt am kommenden Mittwoch live zu sehen bei den Kollegen des ZDF ist ein Spiel, das in die Geschichtsbücher gehört. Bei 53.000, da muss man nicht drum herum reden. Das ist Fußball, Handballhistorie. Wollte ich schon Fußball sagen. Was dazu? Ja, Häfner. Sieht so leicht aus. Von Kai Häfner, TVB Stuttgart, ist ja zurückgekehrt in seine süddeutschen Gefilde nach seiner langen Tätigkeit bei der MT Melsungen. Man würde David Späth auch jetzt mal einen Ball wünschen, den er abgreift, um reinzukommen in dieses Spiel. Aber der Abstand bleibt natürlich konstant seit der Pause. Da stand es 20:15 und jetzt wirklich eine Toreflut, fast schon 27:22. Und wir sind erst in der 40. Minute. Rückraum mit Häfner, mit Lichtlein, mit zwei Linkshändern. Es ist unangenehm zu spielen, zu verteidigen. Und das ist die Wurfkraft von Sebastian Heimann. Wenn der einen auspackt, wenn der Selbstbewusstsein bekommt, dann kann er ein ganz wichtiger Faktor sein, so wie David Späth. Den hat er gebraucht. Pass auf Goller, Deutschland ist drin im Spiel. Auch dank ihm. Und Portugal nimmt die Auszeit. Goller mit dem Treffer. Diese deutsche Mannschaft braucht vor allem eines: Emotionen. Und die bekommt sie. Rein in die Auszeit bei Alfred Gislason. Lass mal bleiben. Abwehrsendung. Wir bleiben bis 6 Uhr erstmal. Ja, und Fischi ist richtig halt mit dir. Du bleibst auf 3, läufst die Gegenschuss, kommst raus. Ja, für ihn. Ja, und wenn er genau weitermacht, weiterlaufen, gut so. 1, 2, 3, Deutschland. Abwehrangriff wechseln zwischen Justus Fischer und Nils Lichtlein. Man muss ja immer sehr genau hinhören, weil die Informationsdichte in diesen theoretisch 60 Sekunden, so lang ist es ja gar nicht, 60 Sekunden dauert die Auszeit, aber bis sich alle gesammelt haben, sind es vielleicht 40 Sekunden, ist Wahnsinn, was da einprasselt. Ja klar, da musst du als Trainer selektieren, das schaffst du auch nicht immer, sondern du haust raus, was du im Kopf hast und die Spieler versuchen, das aufzusaugen, was für sie wichtig ist. Ist übrigens sehr interessant, dass beispielsweise bei der deutschen Mannschaft, das hat mir Erik Wuttke, der Co-Trainer, gesagt, wir analysieren auch, wann gegnerische Mannschaften Auszeiten nehmen, wann sie das pflegen, weil wir können ja die Auszeit auch nutzen, logischerweise. Wenn die eine Auszeit nehmen und sie machen das häufig vielleicht in der 50. Minute, dann wissen wir auch, Achtung, jetzt könnte eine kommen, bereiten wir uns also auch schon mental vor, diese Besprechungszeit zu nutzen. Handball hat so viel Tiefgang, so viel Analyse, wir gehen da gleich nochmal drauf ein. Costa. Super, Dallein, ganz schnell auf den Beinen, variantenreich im Abschluss. Ja, gibt den Freiwurf für die Portugiesen. 94 waren sie Ausrichter der ersten Handball-Europameisterschaft. Da waren sie eine ganz, ganz kleine Handballnation. Sie haben so viel gut gemacht. Warum? Weil sie in die Jugendarbeit investiert haben. Und das zahlt sich aus. Martins. Schnell den Anwurf wieder ausgeführt durch Fischer und Köster. Häfner. So, jetzt der Freiwurf. Jetzt geht's. Ja, schauen wir uns gerade diesen Abschluss nochmal an. Köster raus. Und Lichtlein ist im rechten Rücken. Bleibt dabei Deutschland mit zwei Linkscenter-Händern in der zweiten Reihe. Heimann. Kastening.
Martin. Auch die Portugiesen übrigens haben auf der Position zwischen den Pfosten im Tor gewechselt zur Pause. Das der Vollständigkeit halber, weil wir David Späth natürlich schon erwähnt haben. Und der jetzt die Chance hat, beim 7 Meter sich noch einmal auszuzeichnen. Erstes Duell mit Costa. Kiko Costa hat er verloren. Und das zweite auch. Ein wirklich Riesentalent, das die Portugiesen da haben. Im Stream habe ich es vorhin schon mal erwähnt. Auch sein Bruder spielt bei Sporting Lissabon. Trainiert werden sie dort von ihrem Vater. Aber man kann sich sicher sein, die europäischen Clubs haben längst natürlich ein Auge auf die beiden geworfen. Und Johannes kennt sich in der Materie auch sehr gut aus. Ja, Vertrag bis 27, da werden aber mit Sicherheit schon einige Angeln ausgeworfen worden sein. Also die Jungs sind phänomenal für ihr Alter. 2 Minuten Zeitstrafe für dieses Foul. Da haben wir einen ähnlichen Alter und der ist auch phänomenal. Macht es bei den Füchsen Berlin richtig, richtig gut und vollkommen zu Recht hier dabei. Bringt eine ganz andere Note rein als Linkshänder auf der Mitte. Unglaublich ballsicher, unglaublich schnell in der Entscheidung. Spielt die Bälle schnell raus, auch wenn er festgemacht wird. Das bringt wirklich viel Ballgeschwindigkeit ins Team. Und er hat, ja, wie gesagt, er hat das auf allerhöchstem Niveau in der Bundesliga schon die ganze Saison gemacht. Ja, die Rede ist von Nils Lichtlein. Ich habe ihn gefragt, warum spielst du eigentlich im Rückraum? Bei 1,83 wäre ja auch auf die Außenposition, könnte man ja kommen. Da sagt er, ich will nicht warten auf den Abschluss. Ich will selbst entscheiden, was passiert. Fand ich eine super Antwort. Heimann, schlimmer Foul. Kann passieren, aber was mir gefällt, Heimann will. Er will, er sucht den Weg zum Abschluss und zum Tor. Und das ist richtig gut. Das finde ich gut, dass du es ansprichst. Das ist das, was wir in der ersten Halbzeit 2-3 Mal gesehen haben, wo er ein bisschen hadert. Gute Aktion, er hadert wieder. Aber wir brauchen Basti Heimann bei der EM. Und er muss jetzt wirklich diesen Knüppel umschmeißen. Oder wie sagt man? Bock umstoßen. Ja, Bock umstoßen, so heißt es. Und dieses Selbstvertrauen auf die Platte bringen. Das finde ich gut, dass er weitermacht, trotz der negativen Aktion. Eine der Stärken der Portugiesen, das haben wir schon am Donnerstag gesehen, im ersten Vergleich, da lief extrem viel über den Kreis. Das hat die deutsche Mannschaft besser in den Griff bekommen. Frade ist natürlich ein guter Mann, spielt beim FC Barcelona. Insgesamt 8 Portugiesen verdienen ihr Geld im Ausland, der Rest bei den 3 großen Clubs in Portugal. Benfica Sporting, gute Parade von Späth. Und FC Porto spät. Ha! Fehlen 1,5 Meter. In der ersten Hälfte hat Andy Wolf einen versenkt. Das kann passieren im Eifer des Gefechts. Alfred ist natürlich nicht begeistert, aber da denkst du als Torwart nicht groß nach. Du hast diese eine Chance, mal ein Tor zu machen. Heute tut es auch nicht weh. Es ist in Ordnung. Ja, man hat die Drehung des Balles auch gesehen. Er ist ein bisschen weggerutscht da über die Hand. Und dazu jetzt auch auf dem Feld, auf den sind wir noch nicht eingegangen, Martin Hanne. Für alle, die das Spiel am Donnerstag verfolgt haben, sie werden mir beipflichten. Wow, das war mein Auftakt. 8 Sekunden auf dem Feld, dann kurz danach erster Ballkontakt, den hält er 2 Sekunden und dann drauf und drin. Ja, und es folgten 4 weitere Tore und das im ersten Länderspiel. Jetzt macht er einen Schrittfehler, hat dann aber auch gesagt, er kennt das Gefühl bei seinem Bundesliga-Debüt. Da war er 17, Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen, hat er 7 Mal aufs Tor geworfen und 5 Mal war der Ball drin. Also das war äußerst spektakulär. Abwehr im Kreis und deshalb gibt es 7 Meter für Portugal. Torwartwechsel zu diesem 7 Meter. Und zwar auch nur für den 7 Meter. Späth wartet draußen, aber Andy Wolf kommt rein.
wie gesagt, ein paar richtig gute Paraden gehabt. Und jetzt ist Zeit für einen Wolf-Moment. Ich sag dir, gleicher Wurf. Und deshalb habe ich keine Ahnung. Er hat sich aber wieder genauso hingestellt, sehr versetzt. Versucht sich dadurch einen anderen Winkel zu verschaffen. Naja. Wenn so ein junger Typ schon so variantenreich ist, das unterstreicht natürlich auch die Klasse. Alfred Gislason hat die Auszeit genommen. Juri ist drin, auf der Mitte. Julian ist rückwärts links. Golli ist hinten Mitte. Ja. Und Steini ist hier. Golli ist auf 5. 3, 2, 1. Okay. Golli. Abwehrangriff, oder? Du versuchst Abwehrangriff mit Golli. Okay. Hey Jungs! Komm weiter! Das wirkte alles so schön ruhig und so analytisch. Abwehr, wir spielen jetzt eine 3-2-1, gibt vielleicht einen Abwehrangriffwechsel mit Knorr. Und auf einmal, hey Jungs! Ja, da musste noch mal ein kleiner Emo-Schub hinten dran. Ja, absolut. Wir haben jetzt leicht abfallende Tendenz, will ich mal sagen. Ja. Der Vorsprung schmilzt. Und es waren jetzt ein paar wildere Aktionen dabei, die dazu geführt haben, dass wir jetzt nicht mehr ganz komfortabel führen, würde ich mal sagen. Man könnte doch eigentlich auch sagen, Johannes, du kennst das aus deiner langen Erfahrung bei großen Turnieren. Na ja gut, wir haben jetzt was getestet, wir haben viele gute Aktionen gehabt, wir haben auch gesehen, wo unsere Schwächen sind. Ergebnis ist doch egal. Ist es egal oder ist es wirklich wichtig, ein solches Spiel zu gewinnen? Also ich persönlich finde, dass es sehr wichtig ist, dieses Spiel zu gewinnen. Es gibt auch Spieler, die sagen, Vorbereitung packe ich in eine Schublade, dann kommt das Turnier, dann fangen wir ganz neu an. Aber ich glaube, der Mehrheit der Spieler ist es wichtig, so ein Spiel heute zu gewinnen, damit sie wirklich mit dem freien Kopf und einem guten Gefühl ins Turnier starten. Salvador. Portugiesen haben in ihrer Vorrundengruppe, die in München ausgetragen wird, übrigens den schwerstmöglichen Gegner, nämlich die Dänen. Das ist der große Turnierfavorit. Sie haben einen starken Gegner um Platz 2, denn nur die beiden Erstplatzierten kommen dann in die Hauptrunde. Und dieser Gegner heißt Tschechien. Und dann einen Pflichtsieg vermutlich eingeplant, wenngleich das bei Europameisterschaften sehr schwer ist, weil die Leistungsdichte so enorm ist. Und dieser letzte Gegner heißt Griechenland. Sehr schön aufgepasst von Lukas Mertens hier. Das wäre der Außen total frei gewesen. Lass uns mal gleich nach diesem Abschluss von Martins Dominik mit ins Boot holen. Dominik, dir sind wahrscheinlich vor allem auch die vielen technischen Fehler jetzt aufgefallen. Oder was ist dir besonders ins Auge gefallen in dieser zweiten Hälfte? Wechsel im Tor. Neben dem Wechsel im Tor, der mir auch aufgefallen ist, weil ich so nah dran bin. Danke, Jogi. Es wäre tatsächlich aufgefallen, dass Alfred nochmal so eine Stimmungsschwankung hat. Das hast du auch gerade gemerkt. Das letzte Männer, das war ein bisschen lauter. Und er hat jetzt seine Stammformation raus, um nochmal ein gutes Gefühl für sich selber auch zu kriegen. Und hat gleich auch die 3-2-1 eigentlich angesprochen. Weil die hat nämlich super funktioniert in der zweiten Halbzeit. Deswegen denke ich, dass da jetzt wieder ein Umschwung kommen wird. Ja, und das zeigt auch, was wir am Donnerstag schon thematisiert hatten, was uns auch die beiden Trainer mit auf den Weg gegeben haben. Wir wollen diese Spiele unbedingt gewinnen. Und wenn es drauf ankommt, dann spielen wir mit unserer Top 6, Top 7 am Ende das Ding auch durch. Pech für Kastening. Und natürlich gibt es in einer solchen Mannschaft ein gewisses Gefälle, leistungsmäßig, vor allem auch erfahrungsmäßig. Das kommt ja auch dazu. Man kann ja nicht von Martin Hanne, von Lichtlein permanent das Top-Niveau erwarten. Wir erwarten das schon von vielen Jungen, von Knorr, von Köster. Denn das sind die absoluten Leistungsträger. Wolf bleibt jetzt zwischen den Pfosten. Auch das ist ein klares Zeichen. Also Rückraum mit Köster, mit Häfner. Auf den Positionen links und rechts und Knorr als Taktgeber, der vor allem zu Beginn der ersten Hälfte ein paar super Anspiele hatte an den Kreis oder auch in der zweiten Welle. Den darf er nehmen.
solche Abschlüsse muss man Juri Knorr zugestehen. Das ist so. Bis 8,5 Meter darf er schon mal nehmen, auf jeden Fall. Wäre natürlich schön, genau in dieser Phase, dass so einer dann im Tor einschlägt. Und wir müssen jetzt mal schauen, die Portugiesen haben gerade sehr schön gegen die 3-2-1 agiert. Wegziehen den Kreisläufer und dann die Überzahl auf der anderen Seite ausgespielt. Jawohl. Gemacht. Salvador. An die Latte. Auch wenn ich sie jetzt gar nicht gefordert hätte, trotz allem. Die norwegischen Unparteiischen sind keine Schiedsrichter, bei denen der Arm als Vorwarnzeichen des passiven Spiels, des Zeitspiels, des Drohenden schnell nach oben geht. Also die lassen viel zu. Stimmt, haben wir noch nicht oft gesehen. Ja, ja. Ja, hast du recht. So, jetzt eine gute Aktion. Hoher Einläufer von Lukas Mertens. Dann setzt er sich wieder zurück. Köster. Knorr. Das war ein super Anspiel. Wow. Und mit links, und das ist nicht sein Wurfhand, seine Wurfhand und sein Wurfarm, macht Golla ihn spektakulär rein, diesen Pass von Kai Häfner. Fade. Und auch ein richtig, richtig guter Rückzug. Und Andi ist da. Hier sehen wir nochmal diese Parade, die Johannes Bitter natürlich mit seiner Erfahrung viel besser einordnen kann als ich mit, als laienhafter Feldspieler. Dann so stehen zu bleiben eben auch. Ne? Ja, das zu erkennen, dich groß zu machen. Natürlich gehst du da immer auch ein Risiko ein, aber er wollte ihn halten. Häfner! 31 zu 28. Cavalcanti im linken Rückraum bei den Portugiesen. Ja, gerade am Anfang des Spiels schon echt gute Aktionen gehabt, Tore geworfen, spielt auch eine Deckung eine gute Rolle. Und man munkelt, dass wir ihn nächstes Jahr in Deutschland noch viel häufiger sehen, dass die MT Melsung da wohl dran ist. Sehr gut, Überzahl. Jetzt müssen wir das nutzen. Juri wird es erkannt haben, wir sind in Überzahl, breit machen. Häfner, abgelegt auf Steinert, ja, der nimmt zu Recht das Tempo raus und sagt, komm, wir bauen das Ding neu auf. Das war keine Chance, die man unbedingt jetzt nutzen müsste. Ein sehr positiv wirkender Andreas Wolf, den wir dann nochmal an der Bank gesehen haben, nach seinen ersten Paraden in der ersten Hälfte, gleich lockeres, entspanntes Gesicht. Köster. Häfner. Passt. Der Europameister von 2016. Da war viel Geschmeidigkeit drin. Anlauf, Absprung und quasi eine Bewegung dann auch zum Abschluss. Und das alles 4 Tage vor dem EM-Auftakt. Deutsche Mannschaft hat ja, hier sehen wir noch mal diesen Treffer von Häfner, applaudiert von Alfred Kieslersson, mit Applaus bedacht. 4 Tage später dann erst geht es weiter. Sonntags in Berlin gegen Nordmazedonien und zum Abschluss der Vorrunde dann dienstags gegen einen der Turniermitfavoriten bei uns live im Ersten ab 20.15 Uhr. Das Topspiel aus sportlicher Hinsicht
Deutschland gegen Frankreich, Johannes. Wir freuen uns wie Bolle. Ja, das kann man wohl sagen. Das wird schon ein richtig guter Gradmesser und ein heißes Spiel. Da können wir schon mal sehen, wie es um unsere Rolle im Turnier bestellt sein wird. In Berlin ausverkaufte Halle. Klar, noch ein paar Tage. Ich glaube, ich schlafe nicht mehr. Philipp Weber kommt ins Spiel. Wenn man so will, zwei Spielmacher jetzt auf dem Feld. Weber ist aber ganz individuell stark, weicht auch gleich jetzt wieder aus auf die linke Seite, aber der kann beide Positionen sehr gut ausfüllen. Häfner! Also in der Offensive holt sich die deutsche Mannschaft auf jeden Fall heute Sicherheit und Selbstbewusstsein. Sehr gut, ich finde mich sehr gut, jetzt den Ball runterzunehmen. Nach den vielen guten Aktionen vorne, keinen technischen Fehler im Gegenstoß riskieren. Es sind noch 5 Minuten zu spielen. Ruhig aufbauen, was Schönes rausspielen. Häfner. Knorr. Weber. Wir hatten schon mal den Blick auf die Füße, ob da eine Abwehr im Kreis vorhanden war. Geht weiter mit dem Freiwurf für die deutsche Mannschaft. Gut gesehen von Knorr. Steinert. Ist nicht seine angestammte Position. Spielt vornehmlich im rechten Rückraum. Aber durch die Verletzung bei Grötzky jetzt auch auf rechts aus dem Einsatz. Kennt er aber schon. Hat er schon des Öfteren auch in der Nationalmannschaft gespielt. Christoph Steinert vom HC Erlangen. Arbeiten sich wieder ran. Auf -3 aus Sicht der Portugiesen. Gibt den Einwurf, war noch ein Abwehrspieler dran, der Portugiesen. Und Alfred Gislason nimmt seine dritte Auszeit, um die Mannschaft einzustimmen auf diese letzten verbleibenden 2 Minuten und 56 Sekunden. Wir hören zu. Wir suchen weiter mit Doppelwechsel, okay? Steini, du kommst nur Abwehr. Okay? Das heißt, du bist wieder drin. Alles klar? Ja. Das ist Flippi und Steini. Ne, Flippi kommt raus und du kommst raus, okay? Hey, vorne, Jugo weg, ich geh zur Hand, Kai kommt rum und er kommt nochmal Flippi rum. Hey, den Abwehr jetzt, wo Julian richtig gut zumacht. Kai, du musst den Außen nehmen, er kann ja nicht raus. Du musst ihn zurück auf den Außen. Okay, dann machen wir Tor jetzt. 1-1-1, los! War leicht holprig. Wer geht denn nun jetzt rein und wer raus? Also Kastenling soll auf jeden Fall auf die Rechtsaußenposition in der Offensive kommen. Gemeinsam mit Häfner auf der rechten Seite, kennen sich aus der langen gemeinsamen Zeit in Melsungen und in Hannover. Haben sie ja auch schon zusammengespielt. Natürlich bestens. Timo Kastenling war schon Deutschlands Handballer des Jahres. Und ist auf der Rechtsaußenposition im bevorstehenden EM-Turnier gesetzt. Häfner. Weber. Zeitspiel droht.
Plus muss dementsprechend dann auch kommen. Genau das gespielt, was angesagt wurde, aber leider zu früh der Arm oben, sodass Weber direkt abschließen musste. Ball war wohl drin. Torschiedsrichter steht da natürlich sehr günstig, direkt neben dem Pfosten. Einen Videobeweis gibt es dann bei der Europameisterschaft, um das genau aufzulösen, aber das reicht uns auch. Der Ball war drin. Alfred Giesler Sonder beim Zeitnehmerpisch bei Kai Holm, der technische Delegierte heute bei diesem Spiel. Wir haben übrigens neue Informationen zum Zustand von Patrick Grötzky. Der hat gerade die Halle verlassen, auf dem Weg ins Krankenhaus, um die Verletzung am Fuß genauer abzuklären. Das ist mehr als ein Wermutstropfen. Das ist hoffentlich nichts Schlimmeres. Aber der Gesichtsausdruck hat uns eigentlich auch schon gereicht, diese totale Enttäuschung bei Patrick Grötzky da zu beobachten. Ja, und ich würde noch einen Schritt weitergehen. Für mich war es auch ein Stück Verzweiflung, weil er sich ja nur wirklich rangekämpft hat, um für dieses Heimturnier fit zu werden. Und wenn man jetzt so kurz vorm Turnier ausscheidet mit einer Verletzung, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man das irgendwie schafft, nicht sonderlich hoch. Man kann natürlich personell agieren. So, hat eine 2 Minuten Zeitstrafe gegeben, und zwar gegen die Bank, gegen Alfred Gislason. Ich nehme an, wegen Meckerns. Könnte ich mir vorstellen. Dementsprechend ein Spieler raus. Also, Gislason kann den Kader natürlich wieder ergänzen aus dem Kreis der 35 Nominierten. Paradewolf und die Faust von David Späth. Den Sieg lässt sich diese deutsche Mannschaft jetzt nicht mehr nehmen. Die Portugiesen gehen weit raus, nehmen Knorr ganz kurz. Sehen Sie gleich, aber erst noch mal die Parade von Andreas Wolf. Steiner mit dem Durchbruch. 35. Treffer in der letzten Minute. Im letzten Testspiel der deutschen Handballnationalmannschaft vor der Handball-Europameisterschaft 2024 bei uns in Deutschland. Und nochmal Wolf, der hat heute richtig gute Paraden. Super, wie die Halle ihn jetzt auch feiert. Gute Torhüter waren schon immer eminent wichtig, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber man hatte erst das Gefühl, das Torhüterspiel ist noch mal bedeutsamer geworden, weil die Torhüter auch die Angriffe mit einleiten. Das war früher, als Handball noch eine langsamere Sportart war, deutlich anders. Er kann emotional so einwirken, und dazu gehört natürlich Andreas Wolf. Ja, seine Statur, sein Wirken auf dem Feld. Das kann so viel mitgeben für ein Turnier und zum Erfolg führen. Die beiden wünschen sich Erfolg und Glück für die bevorstehende Handball-Europameisterschaft. Deutschland gewinnt beide Testspiele zum Abschluss dieser Vorbereitungsphase. Ein bisschen dauert sie noch an. Es geht jetzt weiter nach Köln. Da wird